Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beavos Tech Pack Minecraft. So, ich baue mir jetzt mal schnell eine Hohe. Werde dann zurückrennen und verdammt, wir haben einen Stein zu wenig. Werde dann wahrscheinlich fluchen, weil mir dann die Schaufel nochmal kaputt geht. Auf die letzten zwei Schläge. Ah, zack. Halt da. Da will ich, das ist mein Ziel. So, und zack und zack. Und aho. Hi ho, hi ho. Heute sind wir wieder froh. Ach nee. Sowas lässt sich ja Walt Disney patentieren, da kriegt man ja Ärger, wenn man das macht. Ja, klassische Märchen nehmen und dann hinterher hinstellen, das ist unser Urheberrecht, ihr habt das nicht mehr zu benutzen. Das hat Walt Disney auch perfektioniert. Mal abgesehen von eben solcher Musik, sondern wirklich, dort, die Geschichte von den und den ist jetzt so und so lange alt und ja, Walt Disney macht's, dann ist das Walt Disney's. Oh, zack, 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 zack. Yay! Sie Schaufel hält, ja! Wir haben Reisfeld! Marmorstein und Reisfeld! Kommen wir hier überhaupt noch rein in die Ecke? Nee, jetzt so natürlich nicht. Dann machen wir mal kurz den da. Solange das hier dann halt noch nicht richtig ist, da kommt dann wieder so ein irgendein Auffangding hin. Wumm! Yeah! 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 Der mistige Reis bleibt an der Kante hängen. Will der mich rollen? Komme zu mir, mein Reis! Ist das geil? Oh, dann fällt mal wieder einer nach. Ne, der will gar nicht fallen. Okay, machen wir mal wieder so. Wum, 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 wum. Und eiskalt nochmal eine Spülung hinterher. Vielleicht fällt er dann rein. Es hat zumindest mit zweien funktioniert. Naja, wir müssen ja dann eh immer die Felder wieder anpflanzen. Von daher. Kommst her, du. Komm her. So. So, jetzt sollten wir alles haben. Und können jetzt richtig viel Reis anbauen. Ist doch schön, ist doch schön. Es funktioniert zwar nicht ganz so wie geplant, aber fast. Ah, dass so diese kleine Kante sich da, dass es sich daran schon wieder aufhängt. Man hätte es sich ja fast denken können, ne? Man hätte es sich ja fast denken können. Aber was ich besonders wollte eben, deswegen habe ich das auch gesagt, ich mache das so ein bisschen nach klassischer Manier, dass das Feld automatisch eben wieder völlig nass ist und wir jetzt hier nicht nur mit einem Wassereimer rumgeistern müssen. Das ist das, was ich am besten finde. Und mal so ein bisschen Classical in Moderne ist doch auch schön, ne? Du hast doch nur keine Lust gehabt, dich in die neue Technik einzuarbeiten. Wer sagt das? Ich. Ja, könntest vielleicht recht haben. Nein, das ist alles, weil ich halt, ich wollte es einfach so. So, kriegen wir dich sogar noch komplett gepflanzt. Das wäre natürlich jetzt auch noch äußerst geil. Und dann können wir ganz viel Reis essen demnächst. Oder ganz viel Reisschnaps machen. Was uns lieber ist, ne? Was uns lieber ist. Ah, ist das schön hier. So. Ach jo, ach jo. Wisst ihr noch damals, ne? Das waren Zeiten, waren das. Da war das noch knallharte Arbeit hier auf dem Reisfeld. Und heute? Ja, heute macht man hier einfach so eine automatische Wasserrinne und schon ist gut. Okay, ich glaube, das reicht. So, wir haben noch ein bisschen Erde. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Das heißt, ich mache mal kurz die Erde zu. Ich muss mal gucken, ob ich das hier hinten dann irgendwie noch auslaufen lasse, terraformtechnisch. Oder ob ich dann hier eine Steinmauer hinziehe. Das muss ich noch gucken. Das weiß ich noch nicht. Aber so ist das schon erstmal gut. So geht's erstmal. Wunderschön. Ich freue mich. Wir haben ein Reisfeld. Wir haben unser Reisfeld. Wir müssen dann nur noch hier, das hier
stecken. Ich schabbere immer noch ein bisschen wegen dem Bäuchchen. Und dann ist gut, dann ist gut. Oh, ist das schön. So, wir bauen einfach mal die Painting Machine. Dann haben wir das nämlich auch noch gemacht. Und wir haben ganze 4 Reis sogar noch über. Was eine glorreiche Ernte. Ja. Ah, schön. Habe ich hier noch irgendwas Wichtiges? Da. Nass, genau. Da muss ich, wie gesagt, gucken. Aber wenn ich jetzt 200, 300 Euro für Nass raushaue, die fehlen mir hinterher natürlich auch für einen neuen PC wieder. Im Zweifelsfall wird es vielleicht ein externes Gehäuse. Ich habe jetzt gesehen von Funtech, wo mein momentanes externes Gehäuse auch läuft. Eins, wo man 4 Festplatten reinballern kann. Das reicht mir zur Not vielleicht auch. Ja, ich hätte es auch über die Fritzbox machen können, aber na. Ich habe es lieber richtig drin. Alternativ könnte ich natürlich auch einen meiner alten Rechner, mein Home Cinema zum Beispiel, zum Server wieder umfunktionieren. Oder überhaupt zum Server umfunktionieren. Möglichkeiten hätte ich da schon ein paar. Müsste man mal gucken. Aber es ist halt auch alles so ein bisschen. Das ist natürlich was schön Einfaches und was gut Nutzbares. Komm, die Kakteen kriegen jetzt unten auch mal was, damit wir sie hier oben so ein bisschen los sind. So, den Rest bringen wir jetzt runter. Und dann bauen wir, yeah! The Painting Machine. Vorher holen wir uns aber noch eine Perle ab. Perle! 2% Chance. Mhm. Wir nähren uns. So, Erde kann wieder weg. Falls ich davon noch was habe, kann das auch weg. Den Reis müssen wir dann noch gleich wegladen. Die Kaktusteen. Ich weiß nicht, wie viele Charts es noch gibt. Ich glaube, die Kaktusteen machen wir mal hier auf diese Seite so ein bisschen. Da haben wir die Wolle, da. Zack. Zack. Sind sie erstmal eingeordnet. Ja, Bienchen. Nee. Von Bienchen halte ich mich doch ganz groß fern. Unsere Warzenfarm hier, die ist auch schon wieder erntereif. Sehr schön. Wir müssen eigentlich sehen, dass wir das hier mal anschließen. Ich muss mal gucken, ob wir genug Iron haben, dass ich das hier nochmal ein bisschen umbaue. Und dafür, oh je. Und dann bauen wir einen großen Kernreaktor hier hin und sprengen die ganze Welt. Nein. Machen wir nicht. Painting Machine. Ein Diamant. Erstmal das hier. Wir brauchen dafür Copper, 4 Gold, Ingots und das eine Reis hätte ich jetzt unten lassen können, aber ist jetzt auch egal. Ah, das könnte ich jetzt nochmal ausprobieren. Mal aus Spaß an der Freude. Ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwas? Ich habe jetzt natürlich nichts in der Tasche, was ich dafür brauchen könnte. Ich suche gerade mal irgendwas. Das wollte ich mir mal ausprobieren. Ich sollte hier, wenn ich da jetzt auf Shift drücke, sollte sich das gleich füllen, wenn es im Inventar ist. Habt den Kommentar gelesen, werde es ausprobieren, wenn ich dran denke. Hatte ich versprochen. Und ja, so machen wir es natürlich auch. So, das brauchen wir und so, dann brauche ich erstmal einen Redstone. Dann brauchen wir noch irgendeinen Cobber. Und Diamantos können wir auch schon mal mit rüber nehmen. Und Cobber brauchen wir. Ja, nehmen wir das Cobber. Cobber, die da, den Diamant schon mal rein. Dann machen wir das dahin. Dann brauchen wir noch 2 Quartz. Dann brauchen wir noch irgendwas, bevor ich zweimal laufe? Nein. Nur noch 2 Quartz und dann haben wir auch die Painting Machine. Sehr schön. Da, 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 da. Da, 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 da. Ein Redstone. 2 Quartz und dann haben wir's. Dann sollten wir's haben. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch so. I hope so. Alles klar, ich werde auch schon wieder ruhiger, das merke ich selbst. Alles klar, das haben wir. Dann brauchen wir das da. Da brauchen wir nur 4 Eieren noch. Die haben wir zum Glück auch mehr als genügend. Naja, mehr als genügend, dann müssten wir ja schon ein paar Kisten davon voll haben. Aber es ist vorhanden.
und Painting Machine. Zack. Jo, wo kulpsen wir dich denn mal hin? So, zackig. Painting Machine. Und wir brauchen ja für die da hinten zwei... Ah, da müsste ich jetzt ja erst hier... Halt, stopp. Genau, das da brauchen wir. Haben wir das hier oben noch? Nicht mehr genug. Nicht mehr genug. Gehen wir mal kurz runter. Machen davon gleich mal ein paar. Und dann machen die mir noch gleich die zwei Steine, die wir brauchen, um das da hinten zu tarnen. Und dann haben wir das auch geschafft. So, haben wir es. 8 Stück brauchen wir. Ist das 32? Ach komm, ein Stack und gut ist. Da brauchen wir eh eine Menge von mit Zeit. So, und haben wir schon mal 8. Dann hole ich noch mal kurz ein Mustersteinchen. Und dann sollte das auch erledigt sein. Zwei Stück brauchen wir. Es kann sein, dass ich das da hinten dann nochmal umbaue. Aber das gucken wir dann mal. Und schon geht's los. Painting! Und genau das da machen wir hier in diesem Raum auch noch. Mit diesen hier. Und damit... Und dann ziehen wir das hier alles noch nach ganz hinten, damit das hier schön an der Wand abschließt und alles seine Ordnung und Richtigkeit hat. Ich müsste dann ja auch hier eigentlich noch rumgehen. Oder nee, das wollte ich glaube ich so lassen, ne? Na, mal gucken, vielleicht wird das irgendwann nochmal ausgebaut. Momentchen. Ah, so, jetzt ist das Beutchen weg. Wollte euch jetzt nicht ins Mikro reinknuspern. Aber die restlichen Kleinteile haben mich jetzt doch beim Reden deutlich gestört. Mehr als das große Beutchen am Anfang. So, Kakteenfarm müssen wir auch... Oh Gott, wir haben... Ja, Kakteen bräuchten wir auch dringend. Und wenn es eine Primitive ist, ne? Wenn es alles primitiv ist, ist ja egal. Nein. So war das. Verdammt. Zack, okay, Vrensch haben wir jetzt nicht dabei, wenn wir den in die Hand nehmen, werden sie unsichtbar. Aber so ist das schön. Und guck mal, das Reisfeld wächst schon wieder ganz dolle. Super, 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 super. Alternativ, aber dann würde das Wasser... Nee, ist auch eine dumme Idee. Dann müssen wir das hier tiefer legen, noch eins. Hier Schilder die Reihe lang machen. Also hier noch eine Reihe rausnehmen, dass das Wasser wirklich rüber geht. Aber dann, damit es nicht runterläuft, muss dann da mit Schildern gearbeitet werden. Na, es klappt schon so. Das bisschen Sammeln war einfach weg, was da vorne hängen bleibt. Und gut ist. Gut ist die Laube. Wie viel Zeug haben wir denn noch? Och nee, Zeit haben wir eigentlich. Die Folge ist eigentlich schon wieder gut um. Und hier können wir dann auch bald mal wieder Bäume fällen. So langsam haben wir hier einen dichten Dschungel angepflanzt. Und das Dorf, das Ausgestorbene. Verwaist langsam hier. Wir müssen auch mal sehen, dass wir hier dann ein paar neue Dorfbewohner herkriegen. So, aber erstmal jetzt wieder zurück. Gen Heimat, noch schnell etwas gespachtelt. Und ich glaube, das, was wir machen müssen, ist eine Kochsendung. Am Ostern mit Broadcast-Stream. Das, ja. Schauen wir mal, ne? Da könnte ich ja Kochvorschläge von euch direkt annehmen, nach dem Motto, was soll ich kochen? Ja, das und das, yeah! Es starb mit ihr ein toller Running Gag. Ruhe in Frieden, Kuh. Oder Ruhe in meinem Magen wäre wohl die bessere Wortwahl. Auf Dauer gesehen zumindest. So, hier, komm, zack. Zack, weg damit. Noch schnell die Treppe hochjoggen. Damit die nicht verhungere. Aber erstmal, bevor wir was essen, Reis wegbringen. Reis. Yeah. Und was essen wir, Mensch? Was essen wir? Einfach mal ein Baked Potato hier, ne? Und dann hauen wir uns nochmal ein Pöppkörnchen hinterher und noch ein Eiscreme und dann ist gut. Das sollte dann fast reichen. Ja, es reicht, wir sind satt.
Hurra! Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Runde, oder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beavos Tech Pack Minecraft. Ja, und wenn alles klappt, halt mit Live-Brotkasten. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob jetzt Ostermontag oder schon Dienstag ist. Dementsprechend noch schöne Ostern oder ansonsten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und ja. Wir hören uns dann ja, wenn alles klappt, wie gesagt, Ostern rum und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss!